die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Brüste. Die Manneslust wird oft geweckt, wenn man eine Brust entdeckt. Dies möchte man gleich berühren und anschließend die Frau verführen. Doch wie du weißt, in der Natur kommt Vielseitigkeit recht häufig vor. So kann man auch die Brust bisweilen in verschiedenen Größen teilen. So sind die kleinsten ihrer Art, unglaublich flach, ein wenig zart. Grad, als wenn ein Bienchen sticht, einen BH braucht die Frau nicht. Bruststufe 2 wirkt schon erhöhter. Sind diese auch ein netter Köder? Für Männeraugen dann und wann, weil man schon Brust erkennen kann. Größe 3, die ist am besten. Zum Spielen, zum Küssen und zum Testen. Von diversen Liebesdiensten die Handvoll Brust. Einfach am schönsten. Als nächstes gibt es die Übergröße, die dann häufig mit Getöse bei Öffnen der zwei Niederschnallen rigoros nach unten knallen. Zum Schluss gibt es noch Riesendinger. Davon lässt man seine Finger. Denn liegst du darunter ohne Not, folgt meist der Erstickungstod. Ein Gedicht von Bernd Haug. Und damit herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Trashcast. Wir fangen heute ganz poetisch an und mit wir meine ich natürlich den Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Hast du sehr schön vorgetragen. Ja, wie in der Schule früher. Ja, hast du, es gibt eine Eins mit Sternchen, würde ich sagen. Also, ja. Ja, hast auch gleich mal schön die Stimmung wiedergegeben, die diesen Podcast heute ein wenig durchfliegen wird. Weil es heute aber so erotisch und knisternd wird, habe ich mir gedacht, mein Gott, warum zu zweit? Wir sind im Jahre 2021, warum denn nicht zu dritt? Und damit wir es heute mal so richtig krachen lassen, haben wir uns wieder einen Gast geholt und es ist wieder der Kühne. Hallo Kühne. Hi. Hallo. Danke für die Einladung. Wenn es um Größte geht, muss ich natürlich immer dabei sein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und natürlich muss auch einer für die knisternde Erotik hier zwischen uns dreien sorgen. Ne? Das ist ja auch klar. Das versteht sich auch von selber, genau. Und du bist ja auch kein Trashcast-Neuling. Du warst ja bei der Ausgabe 22 am Start, als wir Judge Dredd und, was war das noch? American Fighter, genau. Als wir das Double gemacht haben. Wie fandest du es so mit uns? Ja, ich wäre nicht dabei, wenn es mir nicht gefallen hätte. So ist wobei es. Mit der Filmauswahl bin ich nur mittelmäßig zufrieden, aber da kommen wir ja gleich zu. Das war ja beim letzten Podcast auch schon so, ne? Ja, da habe ich aber American Fighter ja auch so ein bisschen lieben gelernt. Das muss ich ja zugeben. Ja, das ist, na, immerhin du. Wobei, Carlo mochte ihn ja auch, stimmt. Ja, schon stimmt. Immer. Mhm. Gut, alles klar. Wir reden heute in dieser Ausgabe über Showgirls und Waterworld. Und weil Carlo schon so drall eingestiegen ist, ist natürlich klar, wir fangen mit Showgirls aus dem Jahre 1995 von Paul Verhoeven an. Ich würde mal sagen, zum Einstieg erstmal die Inhaltsangabe, oder? Die Tänzerin Naomi begibt sich nach Las Vegas, um dort ihre große Karriere zu starten. In der Glitzerstadt angekommen, nimmt sie zunächst einen Job als Stripperin an, um sich ihre Brötchen zu verdienen. Nach einiger Zeit macht sie Bekanntschaft mit Crystal Connors, dem Star der Show Goodness, die ihr durch Beziehung eine Nebenrolle in jener Show verhilft. Doch ist Naomi das nicht genug und so beginnt ein erbitterter Zweikampf. Klingt in der Inhaltsangabe spannender, als es ist. Also Brötchen auspacken, um Brötchen zu verdienen, würde ich sagen, ne? Ja, ja. Okay. Die Inhaltsangabe ist insofern falsch. Sie ist ja nicht, also sie ist ja, glaube ich, auch mit dem Ziel, Stripperin zu werden, nach Vegas gefahren. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja. Ja, das ist schon richtig. Du hast mehr Talent fürs Tanzen als jede andere Frau, die ich kenne. Sie geht in Stardust und macht mit in einer großen Show. Und kommt ihr eine in die Quere, schubst sie weg. Das ist nicht fair. Hier geht's nicht um Fairness, sondern um Macht. Du bist nur eine Stripperin, begreifst du das nicht? Ich bin Tänzerin. Sie sieht blendend aus, sie ist aufregend. Und sie ist die Verkörperung des wahren Las Vegas. Die Leidenschaft ist echt. Ich könnte mich in dich verlieben. Das Verlangen ist intensiv.
Ihr dürft mich nicht anfassen, aber ich euch, dich würde ich gerne anfassen. Gleich geht die Show los. Showgirls. Ihre Hemmungen können sie vergessen. Bevor wir auf den Film eingehen, wollen wir kurz noch einmal darüber sprechen, wann wir ihn das erste Mal gesehen haben. Sehr gerne. Schweigen! Nein! Okay, Kühne, dann hau doch mal raus. Als Gast darfst du natürlich als erstes. Ja, ich habe ihn jetzt vor wenigen Tagen das erste Mal gesehen im Zuge des Podcasts. Mhm. Der ist immer irgendwie an mir vorbeigeschlittert, obwohl ich eigentlich Verhoeven ziemlich mag. Mhm. Und jetzt hatte ich eben im Zuge des Podcasts mal die Chance, mir den Film anzusehen. Gern geschehen? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt eine Freude war oder nicht. Also, na, immerhin hast du noch mal so ein Stück weit die Verhoeven-Filmografie komplettiert. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Und Carlo? Carlo saß im Kino. Nein, tatsächlich. Ich kann mich gut daran erinnern, wie der anlief. Und ich kann mich an die Cinema-Ausgabe auch erinnern. Die war ziemlich, doch sehr groß beworben. Showgirls damals im Januar 96 ist der angelaufen in Deutschland. Aber zu dem Zeitpunkt haben mich Brüste und nackte Frauen ja, naja, also musste ich nicht unbedingt ins Kino gehen, hat mich wenig interessiert. Da war, glaube ich, der neueste Schwarzenegger dann schon mehr von Interesse. Ich habe dann Showgirls irgendwann mal im Nachtprogramm auf Kabel 1 gesehen, Anfang der 2000er. Ja, und okay. Selbst bei der Erstsichtung, da ist auch noch nicht wirklich der Funken übergesprungen. Erst wie ich ihn mir dann irgendwann auf DVD zugelegt habe, habe ich mich immer mehr, und das kann ich jetzt schon sagen, in diesen Film verliebt. Mhm. Ein verkanntes Meisterwerk. Also bei mir war es so, ich weiß gar nicht, ob ihr beiden euch noch daran erinnert, vielleicht der Kühne ein bisschen mehr als der Carlo. Auf Movie Break gab es mal vor drei, vier Jahren, würde ich sagen, eine Themenreihe, die Bilder des Zerfalls hieß. Klingelt's da bei jemandem? Ich habe die ganzen Artikel damals gelesen, ja. Ach, genau, die hab ich ja zusammen mit dem Levin und später dann mit dem Dominik, also Vitellone, gemacht. Und im Zuge dieser Reihe war irgendwann auch Showgirls am Start. Und das war dann auch der Punkt, wo ich diesen Film dann das erste Mal gesehen habe und ihn auch direkt gerne mochte. Ich habe ihn jetzt dann nochmal zum Podcast das zweite Mal gesehen und bin da dann auch eher Team Carlo, was ich bisher gehört habe. Aber das werden wir jetzt herausfinden, ob es wirklich ein verkanntes Meisterwerk ist oder ob der Film damals zu Recht verrissen wurde und gefloppt ist. Denn das verbindet unsere Filmauswahl heute ja. Waterworld und Showgirls sind ja nicht nur an den Kinokassen relativ rapide gefloppt, sondern auch bei der Filmkritik maßlos durchgerasselt. Ja, also bei Showgirls verstehe ich's. Ich muss auch dazu sagen, bei Showgirls verstehe ich's auch. Ich glaube, sogar Carlo kann verstehen, warum dieser Film nicht gut angekommen ist. Ja, natürlich. Also vor allem in diesem Jahrzehnt. Wo er anlief. In den 90er spielt er, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Ja, aber findest du nicht, dass die 90er gerade das Jahrzehnt waren, wo der erotische Spielfilm wieder so ein bisschen zurückgekommen ist? Ich hab immer den Eindruck gehabt, dass die Erotik sich in den 90ern mehr auf irgendwelche TV-Formate verlagert hatte, aber in den 90ern, also die paar Filme, die da liefen, geht man dann nochmal in die 80er, 70er oder so zurück, war das ja, ja, klar. War das ja Massenware, ne, im Kino. Aber in den 90ern, ich würde eher alles, was kam an Basic Instinct, Color of Night, Showgirls, Sea of Love, ja, es waren alles noch Versuche, die noch möglich waren in diesem Studiosystem der 90er Jahre, aber das Publikum nicht mehr wirklich abgeholt haben. Aber er passt zumindest in die Reihe, weil gerade die wir so aufgezählt haben, waren ja mehr oder weniger auch mal große Erfolge. Ne? Also wenn ich dann Basic Instinct denke oder ähnliches, das ging ja alles so in den Bereich Erotik-Thriller rein und ähnliches. Mhm. Und ich habe eigentlich gedacht, dass er in den 90ern, also wenn ich in den 90ern, wo dann? Ja, und Basic Instinct ist ja auch von Verhoeven und auch vom gleichen Drehbuchautor, oder?
Auch der Joe Esther, Esther, ja. Ich weiß gar nicht. Esther Hayes, glaube ich, wird es ausgesprochen. Esther Hayes. Ja, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Und auch vom gleichen Produktionsteam, Mario Casa und seinen Kollegen, auf dessen Namen ich gar nicht komme. Und das Filmstudio ist ja auch bekannt. Es war ja auch Showgirls dafür Verursacher, dass dieses Filmstudio dann bankrott ging. Ne? Plus die Piratenbraut, die dann noch gerade den Todesstoß verpasst hatte. Okay. Ja, aber die Vergleiche zu ziehen jetzt mit Basic Instinct, will ich an der Stelle schon mal sagen, nein. Weil Basic Instinct hat wenigstens irgendwie was, was zumindest in Ansatzweise eine Story ist oder so. Also ich kann es wirklich verstehen, warum die Kritiker den zerrissen haben, weil ich sehe nicht, was ihn zu einem verkannten Meisterwerk macht. Da müsst ihr mich aufklären, da müsst ihr mir das erklären, aber ich sehe es nicht. Ja, man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, dass Basic Instinct ja auch nochmal deutlich mehr Genrefilm ist. Also der funktioniert ja auch sehr gut als Thriller und hat dazu natürlich auch noch zwei Superstars in den Hauptrollen. Bei Showgirls ist es ja so, da hast du keinen Star und du hast natürlich auch keine wirkliche Thriller-Handlung. Also zu sagen, dass Showgirls spannend ist, das wäre ja eine Lüge. Ja. Showgirls, ja, es ist ja eher ein Abbild dieser Vegas-Szene, wie die Erotik dort verkauft wird, was mit diesen Tänzern dann passiert. Also du hast in diesem Film mehr den Einblick hinter die Kulissen dieses absoluten Wahnsinns, der da wohl in Vegas abläuft oder abgelaufen ist. Ja, das ist, der Film funktioniert ja eher so als Sittengemälde, kann man ja so ein bisschen sagen. Ja. Das ist gerade ein wichtiger Punkt gewesen, den du da angesprochen hast, Carlo. Der Film thematisiert ja, wie Körper zur Ware werden. Also im Prinzip geht es ja nur darum, wie Haut verkauft wird. Was ich allerdings an Showgirls sehr gerne mag, nicht nur neben dem Aspekt, dass viel nackte Haut zu sehen ist, da komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Ich mag auch ganz gerne, dass die Hauptfigur ja überraschend feministisch geschrieben ist. Also das ist ja gar nicht so eine Barbie-Puppe, die sich nur auszieht und keinen eigenen Willen hat. Das ist ja letztendlich eine Frau, die aufbegehrt gegen diese weißen Männer, die sie da ausbeuten möchten. Und es ist ja auch nochmal irgendwo eine Rachegeschichte, wo die Frau sich für die Schandtaten rächt, die den Frauen angetan wird, was ja dann nochmal am Ende ganz deutlich gemacht wird, wenn sie den Typen wieder trifft, der sie am Anfang sitzen lassen hat. Genau. Und da genau diese wichtigen Aspekte zeigen dann trotzdem, dass das so eine gewisse, dass er ein Genrefilm ist er schon dann irgendwo. Du hast so Versatzstücke aus dem Exploitation-Kino aus den 70er Jahren. Und ganz extrem. Ja, also habt ihr einen anderen Film gesehen als ich? Nein. Nee, ich glaube, du hast einfach nicht richtig hingeguckt. Ja. Nee. Wenn ich mal kurz einwerfen darf, Carlo, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich mache einfach aber ihr redet hier von einer starken Frauenfigur. Ja. Mir ist aufgefallen, dass die ungelogen 7-mal, ich habe mitgezählt, weil es mir irgendwann wirklich auf den Sack ging, steht sie da, oh, ihr seid alle kacke, das mache ich nicht mit. Und dann rennt sie schockiert raus aus dem Raum, um am nächsten Tag aber genau das Gleiche wieder zu machen. Das passiert 7-mal oder öfters. Ihr wird irgendwas angeboten, dann ist sie schockiert, echauffiert, nein, das geht nicht und hier, das möchte ich nicht. Nur um am Ende wieder da zu sein, wo sie ja vorher auch war. Und das macht für mich eben gerade keine starke Frauenfigur aus. Eine starke Frauenfigur hat vielleicht nach dem zweiten, dritten Mal gesagt, so Jungs, ich gehe jetzt. Ja, du hast ja eine Entwicklung dieser Figur trotzdem irgendwo. Eben. Sie steht ja nicht am gleichen Punkt, wo sie am Anfang war. Sie ist ja eine ganz andere Frau. Am Ende wird sie ja aktiv. Sie macht ja dann etwas. Sie nimmt es ja nicht mehr hin. Und sie zieht ja dann weiter. Und wie wir sehen, es geht nach Los Angeles. Es geht nach Hollywood. Genau. Ja, aber um nochmal auf das zurückzukommen, was ich noch sagen wollte. Ja, auch Tarantino hat ja drüber schon mal philosophiert, dass es einer der wenigen Sexploitation-Filme ist, die er kennt im Studiosystem von Hollywood. Und Showgirls hat ja tatsächlich einiges gekostet, ist Hochglanz ohne Ende und ist dann wirklich in seinem Inhalt, das ist ja gerade das Tolle und das Überraschende, was den Film ja dann auch so richtig wild macht, weil Verhoeven hier die Sau rauslassen kann. Offensichtlich hat ihn niemand an irgendwas gehindert. Er konnte machen, was er wollte und hat wirklich dadurch eben
so ganz viel Genre-Versatzstücke von diesem Sexploitation-Kino der 70er Jahre da einfach reingepackt und enorm aufgeblasen. Das ist so ein wichtiger, toller Punkt, den ich an Showgirls lieb. Und natürlich auch eben, dass du so eine Figur hast wie die Hauptdarstellerin, die ja doch nicht auf der Stelle tanzt, sondern sich nach hinten raus weiterentwickelt. Ja. So, jetzt bin ich fertig mit dem, was ich vorhin sagen wollte. Jetzt können wir wieder da ansetzen. Ja, ist ja gut. Entschuldigung, Carlo. Ich verstehe es. Also, was ich dem Film wirklich gebe, ist, wie zur Hölle hat er das im Studio durchgekriegt? Also, wie hat er das geschafft? Der muss ja zwischendurch auch mal wahrscheinlich irgendwelche Filmsamples oder sowas abgegeben haben und gesagt, so, hier, das ist der Film. Und das Studio muss da gestanden haben, ja, finde ich, ja, das können wir so ins Kino bringen, gerade in den USA. Also, dafür Hut ab, Verhoeven. Hut ab. Ja, also da kann ich, glaube ich, so kurz ein bisschen Kontext geben, Kühne. Wenn wir uns so ein bisschen die Filmografie von Verhoeven angucken, dann ist es ja so, also großer Star im niederländischen Kino, dann nach Amerika gekommen und wirklich Action-Klassiker hintereinander abgeliefert. Allerdings waren das ja auch schon immer Action-Klassiker, die diesen Drang zur Provokation hatten. Also das waren ja auch immer Filme, an denen sich das amerikanische Publikum sehr gerieben hat, wenn wir da zum Beispiel an Robocop denken. Starship Troopers kam nochmal später. Ich glaube, dass da schon so ein bisschen Sensibilisierung stattgefunden hat, was Verhoeven eigentlich für ein Typ ist. Und es kam natürlich auch noch Basic Instinct, wo dann nochmal gezeigt wird, okay, der hat auch so ein Fable für das Erotische, für das Abgründige, kann damit aber auch viel Erfolg erzielen. Und ich glaube, dass die Leute sich, diese Verantwortlichen von dem Studio sich gedacht haben, ja gut, lass den Paul mal machen. Das klappt schon, die Leute gehen schon rein, die mögen das ja, wenn sie mal so ein bisschen aus ihrer Komfortzone gelockt werden. Ja, am Ende ging die Rechnung nicht so wirklich auf. Ja, finanziell nicht fürs Studio und dann eben auch die finanzielle Niederlage fürs Studio. Aber ich habe mal in einem Verhoeven-Biografiebuch auch darüber gelesen. Es war tatsächlich so, wie du es jetzt gerade erläutert hast. Er hatte wirklich alle Freiheiten ab diesem Punkt in seiner Karriere und durfte machen, was er wollte. Er hatte natürlich auch das Glück, dass er weitestgehend immer mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet hat, auch den Produzenten, die ja schon Basic Instinct produziert hatten, die ja Total Recall produziert hatten. Die haben ihn halt einfach machen lassen. Okay, also wie gesagt, da war ich wirklich erstaunt, weil es ja schon sehr, ja, sehr explizit fürs amerikanische Kino ist. Ne? Also da gibt's ja wirklich, ich glaube, keine 3 Minuten, wo du nicht irgendwann blanke Titten siehst. Ja, und das war ja auch dann der Genickbruch, weil er ja, glaube ich, nur ins Kino kam mit dieser 17er X-Rated-Freigabe. Genau. Ja, und diese X-Rated-Freigabe, die, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Doch, die gibt es noch. Dieses, oder ob die wirklich... Ob die wirklich allein schon nur noch auf Pornografie sich bezieht, weil früher war es so, dass die X-Rated-Freigabe ja auch noch auf Spielfilme bezogen wurde. Es gab zum Beispiel damals den Asphalt-Cowboys mit Dustin Hoffman und John Voight. Der hat auch ein X-Rating bekommen. Ganz interessant, dass Showgirls auch noch mal eins bekommen hat. Du hast aber jetzt gerade in der neueren Filmgeschichte eine Filmreihe, wo, glaube ich, mehrere Teile sogar eigentlich ein X-Rated bekommen hätten. Und zwar die Saw-Reihe. Und die lief ja meistens dann gekürzt im Kino, sowohl in der USA als auch in Deutschland. Und die Unrated-Fassung, also so wie sie normalerweise hätten rauskommen sollen, wären eben X-Rated. Oder jetzt heißt es, glaube ich, nur noch NC-17. Also, Ja, das X-Rating, das ist ja, für Pornografie wirklich. Also es bezieht sich ja wirklich auf pornografische Inhalte. Nur, ich glaube, dass es damals, als es diese andere Freigabe einfach noch nicht gab, haben sie halt auch damals Filme nochmal kein R-Rating gegeben, sondern halt dieses X-Rating, normale Spielfilme wie halt Asphalt Cowboys. Ich weiß gar nicht, wie es in den 90ern war, ob die Showgirls dann wirklich in den pornografischen Sektor einfach eingeordnet haben, weil Amerika ist ja auch nochmal ein bisschen... Da ticken die Uhr noch mal so ein bisschen anders. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn in Amerika nur den Pornokinos lief. Also ich muss ja zugeben, als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich mir gedacht, damals, es gab kein Internet, wie viele Herren sind wohl in die Videothek gegangen, haben sich nicht getraut, in die dunkle Ecke hinten zu gehen und haben sich gedacht, ich nehme Showgirls, um eben vielleicht auch ein... Gut, ihr wisst, was ich meine. Ja, Basic Instinct schon 10-mal gesehen, naja, komm. Ja, da hast du ja aber immer nur kurze Szenen. Aber hier ist ja wirklich...
Hier kannst du dir Zeit lassen. Hast du 2 Stunden Zeit, kannst du da... Aber Kühne, sag doch mal, wusstest du, dass der so explizit ist? Nee. Okay, ja, erzähl mal von deinem Eindruck, als du den jetzt vor ein paar Tagen gesehen hast, weil das ist ja, du kennst ja so ein bisschen die Studiofilme aus den 90ern, was heißt ein bisschen, du kennst die und siehst dann auf einmal sowas, einen teuer produzierten Film von einem großen Regisseur. Also ich muss sagen, ich habe ihn mir angeguckt und mir war natürlich bewusst, dass es irgendwo um den erotischen Tanz geht. Ich will es noch nicht als Striptease betiteln. Und mir war dann auch natürlich bewusst, okay, da wird wahrscheinlich auch mal die eine oder andere Brust zu sehen sein. Ja. Was ich bekommen habe, war ein Film, der hätte einfach damals bei Vox in diese Filmreihe Der erotische Film reingepasst. Immer freitags 23 Uhr. Fragt mich nicht, warum ich das weiß. Und also für mich ist es tatsächlich mehr ein Softporno. Also ganz klar. Und mich wundert da auch, dass der in Deutschland ab 16 freigegeben ist, bei dem, was da doch gezeigt wird. Weil es ist ja nicht nur die unzähligen Tänze, die auch relativ lang sind, die ich schon fast zu lang fand, wo du ja nur noch blanke Titten siehst, Entschuldigung für das Wort. Du hast ja auch relativ derbe Sexszenen, wo du zwar den Piepmatz des Mannes nicht siehst, aber wo ja eigentlich ganz klar ist, da geht's ja richtig wild zur Sache. Wenn man da an die Poolszene denkt, meine Fresse, also ich bin mir sicher, dass der Schauspieler, der da dann mit ihr gedreht hat, der hatte richtig Probleme, glaube ich, da ernst zu bleiben. Kyle MacLachlan, der großartige Kyle MacLachlan, ja. Also ich war sehr, sehr überrascht darüber, wie viele Brüste man gesehen hat. Gerade jetzt für die USA, wenn man jetzt zurückdenkt hier an Buzz Nipplegate bei der Janet Jackson, wo dann alle auf die Barrikaden gegangen sind und ähnliches. Ja, hier hast du 2 Stunden Nipplegate. Ja, nicht nur Nipplegate, da hast du aber Komplettgate. Ja, Tittengate. Ja, und es gibt Tittengate. Ja, Tittengate. Und es gibt natürlich auch noch eine Vergewaltigungsszene, die auch relativ explizit gezeigt wird. Ja, das stimmt. Ja, Verhofens Spezialgebiet. Ja, bei Vergewaltigung kennt er sich aus. Ja. Ja. Oh, das klingt jetzt falsch, aber er hat schon die eine oder andere inszeniert. Ja? Ich kann dem Film vieles vorwerfen, vieles kritisieren, aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass er den so durchgekriegt hat und erstmal die Eier in der Hose zu haben, das Ding abzugeben, 2 Stunden Tittenshow und dann zu sagen, ja, den bringen wir jetzt ins Kino. Das ist jetzt... Das machen wir jetzt. Da wird nichts rausgeschnitten. Das machen wir so. Ja, ganz genau. Ich meine, ich bin ein Mann, ich mag Brüste. Und für mich war es schon wirklich fast zu viel. Also spätestens nach einer halben Stunde war der Erotikfaktor in meinen Augen gar nicht mehr so gegeben, weil es ist natürlich geworden. Du hast da 2 Stunden gesessen und normalerweise freut man sich dann so. Titten. Aber in dem Fall war es wirklich so, es war natürlich so. Ja, und das ist ja auch ganz schön, dass du das sagst, weil das damit arbeitet der Film ja. Der arbeitet ja mit dieser Übersättigung. Du wirst ja wirklich in dieses Milieu reingezogen, in dem das vollkommen selbstverständlich ist, in dem ja wirklich, wie gesagt, nackte Haut ist da Ware. Also das wird ja sowas von ausgestellt, dass du das jetzt schön gesagt hast, dass es einfach natürlich selbstverständlich wird. Die Nacktheit wird selbstverständlich. Und das ist auch immer so ein Punkt, wo ich mir denke, wir kennen alle Paul Verhoeven und wir wissen, dass das kein dummer Filmemacher ist. Und wenn man ehrlich ist, merkt man auch, dass Showgirls kein dummer Film ist. Also der ist nicht intelligent geschrieben, das sind keine tollen Dialoge oder sonst irgendwas. Der ist auch von der Hauptdarstellerin nicht gut gespielt, aber man merkt da schon, dass Paul Verhoeven da dieses Unterhaltungssystem, wo er ja im Prinzip auch selber mitwirkt durchs Filmemachen, schon auf eine gewisse Weise sehr, sehr mutig kritisiert. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie er das halt macht und wie er das auch durchgepeitscht bekommen hat. Ja, und mit welcher tollen Ästhetik überhaupt, mit der Bildsprache. So toll, wirklich richtig fetzig inszeniert, finde ich. Tanzsequenzen, die haben ja wirklich Power. Ne? Das stimmt. Da sitzt der Schnitt, da sitzt die Kamera, toll alles zusammengefügt und ja, es ist ja eigentlich kein Charakter wirklich auch wirklich sympathisch, aber irgendwie guckt man diesen Mädels und den Jungs, den wenigen Jungs. Bei mir nur Mädels, ja. Trotzdem irgendwie gerne zu, weil dieser Film eine gewisse Sogkraft entwickelt, weil er halt eben echt die Sau rauslässt und einfach mal frei nach dem Motto
ich kann jetzt hier alles machen und ich zeige es euch jetzt. Und das nutzt er. Und er hat ja auch die epische Länge von 130 Minuten, wo man natürlich kritisieren kann, ja, war das nötig, dass der jetzt so lang läuft? Hättest du die Geschichte nicht auch in 100 Minuten vielleicht einfach erzählt? Aber es passt. Es kommen mhm. Längen drin vor, vor allem mhm. zum Schluss zu. Aber du bist einfach trotzdem in diesem Film mit drin. Da will ich direkt einsteigen. Das finde ich nämlich nicht. Die Länge ist das größte Problem an dem Film. Ich sehe es ja irgendwo noch ein, wenn alle Charaktere irgendwo ein bisschen schmierig und eklig und unsympathisch sind. Das ist dann vielleicht das Stilmittel, um eben die Kritik an diesem ganzen Showbiz auszudrücken. Okay, gebe ich dem Film, wirklich. Mhm. Aber ich gebe ihm nicht 130 Minuten, weil, und das meinte ich gerade mit der schon fast Langeweile bei den Tanzsequenzen. Also spätestens bei der 7. Tanzsequenz, wo es wieder nur darum geht, die Frauen- und die Männerkörper möglichst toll in Szene zu setzen, habe ich mir auch gedacht, ja gut, jetzt habe ich es verstanden. Es sind immer noch tolle Körper, aber jetzt fängt es an, mich zu langweilen. Und da fand ich zum Beispiel den Schluss, der ja einen interessanten Ansatz auch hat. Der ist auf einmal so hingeworfen. Das wird in den letzten 5 Minuten abgehakt, wo ich mir da dann doch wieder ein bisschen mehr gewünscht hätte. Also der hätte meinetwegen die Länge von 130 Minuten haben können, aber dann hätte der spätestens am Schluss etwas mehr Substanz haben müssen. Also eine andere Gewichtung, meinst du? Ja. Nochmal. Ja. Es ist gar kein Problem. Ich mag Brüste. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon in diesem Podcast hier gesagt habe. Ich hoffe, den hört mein Vater nicht. Das wäre schön. das ist alles toll, aber irgendwann fängt es an zu langweilen, weil es zu viel ist. Mhm. Ja, er reizt das wirklich so sehr aus, dass viele Tanzszenen auch einfach keine Bedeutung mehr haben. Und da muss ich auch sagen, ich gebe dem Carlo auch recht, die ersten 2, 3 Male fand ich es auch wirklich imposant. Von der Kameraführung, vom Bild her, von der ganzen Bühnenshow her, von den Tanzsequenzen her. Aber es wird dann langweilig. Ja, genau. Weil es selbstverständlich wird. Und das ist ja dieser schöne Punkt, den du wahrscheinlich ganz unfreiwillig vorhin gesagt hast. Dieses, wenn es einfach gegeben ist, also wenn wirklich diese nackte Haut einfach gegeben ist. Das ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, dieser ganz interessante Punkt daran, diese Übersättigung einfach. Du guckst das irgendwann und du hast gar kein Lustempfinden mehr. Du willst das gar nicht mehr nochmal sehen. Warum gucke ich mir jetzt das 30. Mal diese Choreografie an? Und da bist du dann ja schon in diesem Hamsterrad drin, in dem sich ja auch die Figuren befinden, die können ja nicht aus dieser Welt ausbrechen, denkt man. Am Ende schafft sie es. Sie schafft es, auszubrechen. Und wir wissen nicht, geht sie nach Hollywood, um da jetzt Erotikfilme zu drehen oder macht sie den nächsten Schritt? Auf jeden Fall ist der nächste Schritt halt einer, der sie befreit. Und sie schafft es. Ja. Sehe ich auch ein bisschen anders. Also ich deute den Schluss in meinen Augen ein bisschen anders. Sie hat sich in eine Ecke reinbegeben, wo sie nicht mehr rauskommt. Sie ist ja dann die Haupttänzerin von Goddess, also von dieser Show. Sie hat eigentlich alles, was sie haben will. Sie wird aber in einer Tour erpresst und stellt ja fest, okay, ich bin hier gerade in einer Art Spiel gefangen, aus der ich jetzt so ohne Probleme nicht mehr rauskomme. Und je länger ich das weitermache, umso mehr könnte es mich auch verletzen und die Menschen in meinem Umfeld, was ja eben auch durch die Vergewaltigung passiert ist. Und Sie flüchtet ja einfach daraus. Es ist ja für sie nicht unbedingt, sie will sich weiterentwickeln oder sie will jetzt, sie hat sich jetzt entschieden, etwas Neues zu machen, sondern es ist ja wirklich die Flucht nach vorne zu sagen, ich muss jetzt was Neues machen, in meinen Augen. Aber es ist ja keine Flucht, die irgendwie angstbesetzt ist. Sie ist ja ganz souverän am Ende. Also es ist ja wirklich ganz stark, wie sie dann in das Auto steigt und sieht, okay, es ist der Typ, na ja gut, der soll mir jetzt mal meine Kohle zurückgeben oder was auch immer er mir genommen hat. Und naja, ich lasse mich jetzt nicht hängen, sondern ich mache jetzt den nächsten Schritt. Ich gehe jetzt nach Los Angeles. Und ich kann das verstehen, dass du das als Flucht siehst, aber es ist auch in gewissermaßen eine Flucht nach vorne. Also ich sag ja auch, ich verstehe, warum ihr den gut findet. Und ich glaube auch, dass man das alles so sehen kann. Aber ich sehe es eben nicht so. Für mich ist es einfach nicht so greifbar wie für euch vielleicht. Vielleicht bist du auch nicht so anfällig für diese Sexploitation. Gut möglich. Ne? Also du bist da ja auch nicht allein. Es ist ja eher so, dass Carlo und ich da so ein bisschen auf einsamen Faden wandeln. Wobei man sagen muss, dass Showgirls ja in den letzten Jahren wieder rehabilitiert wurde. Vielleicht so in den letzten 10 Jahren
beginnen die Leute langsam diesen Film nochmal zu gucken und ihn positiv zu besprechen, weil man dann eben doch merkt, okay, das ist eigentlich ein mutiger Film und das ist eigentlich irgendwo auch ein guter Film, der Feuer mit Feuer bekämpft, weil er bekämpft eine Sache, die er gleichzeitig bedient. Also den Kommerzialisierung von Körpern bedient er ja damit, dass er quasi im Minutentakt Körper zeigt. Das ist übrigens das Gleiche, was Paul Verhoeven danach in Starship Troopers macht. Das ist das Gleiche. Kriegskritik, indem man Krieg zeigt. Sehr schwierig immer. Aber ich finde, Paul Verhoeven hat es hier, wie auch in Starship Troopers, sehr gut gemacht. Ja, Showgirls, ja. Weil du es gerade angesprochen hast, ja, er hat so eine richtig große Fanbase mittlerweile und es haben sich auch ganz viele andere Podcasts, deutsche bekannte Podcasts auch damit auseinandergesetzt, schon mit Showgirls und also durch die Bank nur Fans für diesen Film. Also er hat wirklich so in den letzten Jahren richtig nochmal Fahrt aufgenommen und jetzt hat er ja auch diese tolle 4K-Edition von Caplight spendiert bekommen. Mhm. Ja, habe ich auch geguckt. Hm? Ja. Ich habe übrigens auch gelesen, dass Showgirls vor allem in der Schwulen- und Lesben-Szene wohl echt ein Klassiker ist. Ja. Das kann ich zurzeit nicht einschätzen, aber finde ich auch interessant. Ja, ich meine, das muss man im Film geben. Das sind traumhafte Körper, die man da sieht. So. Ja. Aber wie seht ihr das denn? Findet ihr den Film tatsächlich erotisch? Ja. Die Pool-Szene und auch viele andere Szenen, finde ich, die haben schon so eine richtig enorme erotische Power, diese ausstrahlen. Also da brennt ihr förmlich die Erotik entgegen in den Bildern teilweise. Also ich würde nicht sagen, dass ich den Film wirklich erotisch finde. Das liegt aber vor allem daran, dass diese Erotik niemals selten, also in der Pool-Szene steht sie schon in einem erotischen Kontext. Ansonsten steht die aber in einem sehr wirtschaftlichen Kontext immer. Es ist in diesem Business-Kontext. Das finde ich nicht wirklich sinnlich. Ich muss aber sagen, dass es diesen ersten Private Dance, den Kyle MacLachlan da schon bekommt, den finde ich schon gut. Ja. Den finde ich schon gut. So einen wünscht man sich ja, ne? Da irgendwie der Tänzer ein bisschen Geld zuschickt und dann kriegst du genau so einen Tanz. Da, ja, schön. Und dann hast du den kalten Bauer noch in der Hose danach. Ja, ja, sehr gut. Ich finde Basic Instinct erotischer. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Und ich finde auch Wild Things erotischer natürlich, ist ganz klar, den finde ich super erotisch. Ich finde auch Sea of Love erotisch. Die spielen aber auch noch immer mit dieser verbotenen Weiblichkeit. Das, was Showgirls hat, ist keine verbotene Weiblichkeit. Das ist ja vielmehr eine gezwungene Weiblichkeit, verstanden. Ihr müsst euch ausziehen. Das ist ja Wahnsinn, wie er diese Frauen antreibt. Ja. Aber erotisch, szenenweise, nicht wirklich komplett. Damit arbeitet er aber ja, wie gesagt, auch. Ja. Genau. Da bin ich auch eher bei Pascal. Also ich fand wirklich einige Szenen, die waren schon schön. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich dann irgendwie so in der Hälfte des Films oder was einfach auch tot gesehen habe daran. Und soll ich einen Film gut finden, wenn mir Brüste nach einer Stunde langweilig werden? So, wie kann ich das noch gut finden? kommt auf den Kontext an, wie es gemeint ist natürlich. Ne? Aber bevor wir, bevor wir zum Fazit kommen, wichtige Frage für euch, private Frage. Es tut mir leid, aber große Brüste oder kleine Brüste? Große. Okay, aber nicht die Stufe 4 aus deinem Gedicht, oder? Nein, die nicht, die ist aber eher die Stufe 3 dann. Okay, Und Kühne? Die Stufe 2 dann aus dem Gedicht. Also, was war denn Stufe 2? Es muss immer zum weiblichen Körper passen, aber vielen Frauen stehen einfach große Brüste nicht. Und da, nee, ruhig etwas kleiner, so eine Stufe 2. Nette Handvoll, ja. Okay. Ah, interessant. Das Motorboot ist nicht zwangsläufig notwendig. Sagen wir es so. Okay. Ja, ja. Ja, also ich aber Pascal, du kommst nicht raus. Du musst jetzt auch noch antworten. Nee, klar. Ich wollte jetzt. Also, ich bin auch kein Fan von Riesenbrüsten. Also, ich finde diesen Atombusen oder wenn es wirklich schon extrem große Brüste sind, feiere ich halt überhaupt nicht. Ich finde immer, wie soll ich sagen, B-Körbchen, C-Körbchen finde ich schon nett. Nicht zu groß. Das ist total unangenehm, das hier zu sagen.
da mussten wir auch durch. Ja. Ja, nicht zu klein, aber ich finde, es ist schön, was Schönes, Handliches. Fühlst du dich gerade wie mit 13 oder 14, wo du Kondome an der Schleckerkasse kaufen musst? Mit 13 oder 14, ich oh hab keine Ahnung. Naja, gut, wir haben das damals in dem Alter immer als Mutprobe irgendwie auch gemacht. Ja? Stimmt, das war du immer hast so ein recht. Ding. Ja. Ja, so fühle ich mich ein bisschen. Das stimmt, ja. Aber Showgirls bietet ja alles, muss man. Das ist ja eine Tittenparade, das ist ja eine Galerie der Brust, das ist ja, da ist ja für alle was dabei. Die Lobpreisung der Brust quasi. Die Lobpreisung der Brust, genau. Es ist eine Hommage an die Brust. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob da wirklich mal so ein Atombusen bei war. Nee. Die Puff-Mami sozusagen in dem ersten. Aber das Schuppen. Ist doch kein Atombusen. Ja doch, die hat den ja eingezwängt da in ihrem Ding, wo sie auf den Knopf drückt und dann springen die Titten raus. Ja. Stimmt. Ja. Also. Übrigens auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Ich könnte mich wegschmeißen. Das ist so bescheuert mit ihrer Hupe da. In diesem Geräusch. Die erzählt auch den schönen Witz, wie nennt man die überflüssige Haut um die Vagina herum? Ja, genau. Frau. erwähne bitte, dass das ein Zitat aus dem Film ist. Das spiegelt nicht unsere Meinung wider. Sag ich ja, die erzählt den schönen Witz. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kurzes Fazit. Und dieses Mal geben wir natürlich 1 bis 5 Rüste. Carlo, magst du? Ja, ich fange an. Also Showgirls nach wie vor einen festen Platz in meinem Herzen. Ich liebe diesen Film. Es ist immer wieder ein Hochgenuss, ihn zu gucken. Auch ich weiß gar nicht. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal gesehen. Und er hat seine Längen, ganz klar. Dafür bekommt er Abstriche von mir. Aber ansonsten ein Brett des 90er-Jahre-Kinos, ein unglaubliches Phänomen, dass Soos nicht mehr im Kino zu sehen war, und er bekommt 8 von 10 Brüsten von mir und, obwohl das nur Lieblingsfilme von mir bekommen, noch ein Herz dahinter. Wow. Kühne? Wie soll ich einen Film gut finden, wenn mich Brüste in einem Film langweilen? Ich gebe dem Film wirklich einiges und ich verstehe auch, warum er irgendwo einen gewissen Kultstatus in sich hat, und ich glaube sogar, ich werde mir den Film noch ein zweites Mal angucken, nur um einfach mal ein bisschen drauf zu achten, was ihr sagt. Vielleicht war die erste Sichtung, vielleicht habe ich die mit anderen Augen wahrgenommen oder ähnliches. Vielleicht sehe ich dann auch noch mehr da drin. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, nach dem ersten Mal gucken, ich gebe ihm ein paar Punkte, aber es werden da leider nur 3 von 10 Brüsten dieses Mal. Mhm. Okay, ihr wisst es, ich bin auf Carlos Seite. Für mich ist das ein sehr beeindruckender und auch ein sehr mutiger Versuch, in Anführungsstrichen, das Sexploitation-Kino in die 90er zu übertragen. Ich finde, der hat interessante feministische Tendenzen. Ich finde, der bekämpft schön die Ausbeutung der Unterhaltungsbranche und damit in Klammern der Frau, indem er Feuer mit Feuer bekriegt. Und ich finde auch, dass das ein Film ist, das ist übrigens schön, dass du das sagst, Kühne, den man sich ruhig noch ein zweites oder vielleicht ein drittes Mal in ein paar Jahren anschauen sollte, weil ich finde, der wächst auch mit einer Zeit. Vielleicht auch noch im Kontext unserer Gegenwart gerade mit MeToo und so weiter, ist das vielleicht ein ganz interessanter Film. Und ich würde 7 von 10 Brüsten geben. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal einen Sprung, obwohl wir im gleichen Jahr bleiben, nämlich 1995, und springen in die Postapokalypse, wo ein gewisser Kevin Costner auf uns wartet. Denn wir nehmen uns jetzt Waterworld an. Dry land is not just our destination, but it is our destiny! Universal Pictures presents a world unlike any you have ever seen. Kevin Costner, Dennis Hopper, Gene Triplehorn. Waterworld. Ich würde die Inhaltsangabe übernehmen und ins kühle Nass springen. Ja. Okay.
Benesse uns. Gott. Also, in einer Zukunft, in der die Erde von Wasser bedeckt ist, kämpft die Menschheit auf notdürftigen, errichteten Atollstätten um ihr Überleben. Mhm. Einige glauben immer noch an einen mythischen Ort namens Tryland. Auf der Suche nach Hinweisen, wo sich dieser Ort befindet, greift der teuflische Deacon ein Atoll an, auf dem die junge Enola gemeinsam mit ihrer Adoptivmutter Helen lebt. Als ein mysteriöser Fremder, der unter dem Namen Marina bekannt ist, unerwartet in die Auseinandersetzung verwickelt wird, findet dieser sich in einem explosiven Kampf zwischen Gut und Böse wieder, mit dem offenen Meer als Schlachtfeld. Erst später erlangt der Marina Kenntnis über Enolas Geheimnis, eine Entdeckung, die das Schicksal der gesamten Menschheit verändern kann. Naja, okay. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Carlo? Ich war zweimal im Kino damals, 1995. Überraschung! Ja. Zweimal nur, ja, weil er mir so gut gefallen hat. Und ich natürlich, wie heute auch noch, großer Kevin Costner-Fan bin. Okay, Kühne? Schwierig. Ich habe ihn jetzt auch für die Podcast-Vorbereitung nochmal gesehen vor ein paar Tagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film vorher mal ganz gesehen habe. Ich konnte mich an ein paar Szenen erinnern, die ich bestimmt mal im Fernsehen gesehen habe. Der lief ja damals auf RTL rauf und runter. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob ich den Film mal ganz gesehen habe. Also ich hatte ihn selber nicht auf DVD. Ich habe ihn noch nie über einen Streamingdienst geguckt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir irgendwann mal die mit Werbung 4 Stunden den im Fernsehen angetan habe. Also ich bleibe jetzt einfach mal dabei, das ist meine erste Sichtung gewesen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Es muss irgendwann im Kindesalter gewesen sein, als der damals auf Premiere mal lief. Aber ich habe ihn mir dann auch später, glaube ich, mit 15, 16, 17 irgendwie auf DVD gekauft und dann das ein oder andere Mal gesehen. Und da stammt übrigens auch noch die Movie Break Kritik her von mir. Und habe ihn dann jetzt zum Podcast auch nochmal eingeworfen, allerdings die Blu-ray. Es könnte sein, dass ich ihn bestimmt 3-4 Mal gesehen habe. Was jetzt klingt, als würde ich den Film total gerne haben, habe ich nicht. Aber es ist so ein Film, ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht, aber es ist so ein Film, der so eine gewisse Faszination ausstrahlt. Man guckt den immer mit dem Gedanken, eigentlich ist der schon ganz interessant. Und während man ihn dann so sieht, die Laufzeit voranschreitet, merkt man, und dann ist es vorbei und dann denkt man in 2-3 Jahren nochmal an den Film, den muss ich mal wieder gucken. Eigentlich ist der doch ganz interessant. Und dann guckt man ihn und denkt sich wieder, verdammt, wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich würde ihn beschreiben als der typische Sonntagskaterfilm. Du legst dich auf die Couch, wenn du gerade noch verkatert bist vom Abend vorher. Du legst den Film rein und du machst damit nichts falsch. Weil du aber einfach auch dabei gar nicht groß nachdenken musst oder ähnliches. Und so schätze ich den ein, wenn du mich fragst. Das heißt, du könntest dir vorstellen, den Film nochmal zu schauen. Da will ich gleich noch genauer drauf eingehen. Ich finde, der Film hat viele offensichtliche Fehler. die mich beim Gucken auch wirklich, also nee, kam ich nicht drauf klar. Aber den Flop kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das war ja damals einer der teuersten Filme, weil, glaube ich, ein Hurricane dreimal die Kulissen niedergemäht hat und die immer wieder aufgebaut werden mussten. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum der Film an den Kinokassen nicht so gut lief. Weil das muss ich ihm geben, unterhaltsam, er hat seine unterhaltsamen Momente. Ihn als schlechten Film zu bezeichnen, das wird einfach zu weit gehen. Ist ein netter Streifen in meinen Augen. Ich steche natürlich wieder hervor hier. Ich finde diesen Film ja auch absolut ausgezeichnet in allen Belangen. Warum er gefloppt ist, kann ich da auch gar nichts so sagen. Der war dann aber später in der Videothek der absolute Oberrenner. Der war ständig ausgeliehen. Mich wundert es auch noch mal, zu dem Zeitpunkt galt ja Kevin Costner trotzdem noch als Megastar und Waterworld war praktisch so der Todesstoß für ihn, wo er dann als Kassengift galt. Waterworld wird immer in diesem Zuge genannt, Kassengift Kevin Costner, weil dann kamen ja Postman, auch Megaflop, zu Unrecht, aber das ist eine andere Geschichte und da ging es ja wirklich mit seiner Karriere wirklich bergab. Also
wo er sich auch, glaube ich, nie wirklich wieder davon erholt hat. Also er war immer präsent, aber er hat nicht mehr diese Mega-Blockbuster abgedreht. Aber warum der zu diesem Zeitpunkt 1995 im Kino so gefloppt ist, weiß ich auch nicht. Das frage ich mich auch immer wieder, weil, wie du eben schon gesagt hast, oder ihr eben schon gesagt, das sind eigentlich perfekten Vorzeichen für einen großen Sommer-Blockbuster-Erfolg. Ich meine, du hast Kevin Costner, einen Superstar, du hast ein interessantes Setting und du hast halt auch sattes Budget. Sattes Budget, aber so richtig satt halt, dass du dir eigentlich denken musst, oh, okay, da gehe ich rein, den will ich sehen. Ich glaube, das wird Spektakel. Und ist es ja irgendwie auch. Ich weiß nicht, woran es lag. Die Menschen wasserscheu sind? Ich habe keine Ahnung. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, ich hatte mir, weil ich den Film bis dato nicht hatte, hatte ich erst überlegt, ob ich mir den auf Amazon ausleihe. Und dann habe ich aber gesehen, jetzt im Lockdown ist unser Saturn jetzt endlich mal aufgemacht worden. Und ich habe mich gefreut wie ein Kind und bin in den Saturn drin. Und da lag er dann für 4,99 auf Blu-ray. Habe ich gesagt, komm, nehme ich mit. Hab mir die Blu-ray reingelegt und dann ist ja immer vorne das Bild, wenn dann da so steht, ob ich jetzt einen Film auswählen will, die Kapitel oder ähnliches. Und der Zusammenschnitt dort, der hat mir suggeriert, dass ich so ein richtiges Actionfest erwarte. Da explodiert es hier und da passiert da was und dann wird hier geschossen und da gekämpft. Und als ich den Film jetzt gesehen habe, muss ich sagen, so viele Action-Set-Pieces hat der jetzt auch nicht, ne? Und das bei der Länge, und das bei der Länge des Films, vergesst nicht, damals ist auch viel Mundpropaganda eben, oder hat viel Mundpropaganda dazu geführt, dass die Leute ins Kino gegangen sind. Und wenn du erstmal davon ausgehst, dass du ein 140 Minuten Actionfeuerwerk erwartest, da wirst du mit Waterworld nicht unbedingt glücklich in meinen Augen. Das stimmt. Der Film hat sein enormes Budget ja auch dadurch bekommen. Er hat ja, glaube ich, auch die Budgetkosten um 70 Millionen nochmal überschritten. Also der Ausgangspunkt waren 100 Millionen und am Ende wurden es 175 Millionen. Weil die ganzen Sets und Kulissen immer wieder zerstört wurden. Genau. Denn man kam auf die grandiose Idee, den drehen wir echt auf dem Meer. Ja, hat sich nicht so richtig gelohnt, diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Aber wobei ich sagen muss, dass es schon beeindruckende Bilder sind. Also man merkt es schon, dass es jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt hast du schon gemerkt, okay, das ist schon großer Produktionsaufwand, der da betrieben wurde. Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann da euch irgendwie gerade nicht so folgen auf dem Weg. Ich finde ihn ja von seiner Action durchaus toll und auch beeindruckend. Auch, ja, sie ist nicht massenhaft vorhanden. Ich finde aber auch, dass die Zwischenräume, wo keine Action stattfindet, wirklich toll diese Abenteuergeschichte weiterführen und erzählen und auch tolle Momente gibt's, finde ich, wo Bild und Musik so richtig wirken. Also wenn Kevin Costner mit dem Mädchen im Meer taucht und ihr praktisch das Schwimmen beibringt und sind so Sachen, die könnte ich mir auch stundenlang anschauen irgendwie, weil sie so schön inszeniert sind. Es gab ja auch hinter den Kulissen dann Krach, Kevin Costner und Regisseur Kevin Reynolds, der Robin Hood mit ihm gedreht hatte. Der wurde ja dann irgendwie auf Schluss zu der Dreharbeiten, soweit ich mich erinnere, entlassen. Und Kevin Costner hat selber noch die Regie übernommen. Und den Kinocut, den wir jetzt für den Podcast alle geguckt haben, der ist ja dann so eher so die Kevin Costner-Version. Und es gibt ja auch auf dieser neuen deutschen 4K Blu-ray diesen Extended Cut, der ja 170 oder 177 Minuten geht. Und der ist dann tatsächlich mehr so diese Kevin Reynolds-Version. Also geht mehr in diese Richtung. Ich habe beide Versionen schon gesehen. Wer den Kinocut schon extrem lang findet und mit Längen bestückt findet, dann der sollte lieber vom Extended Cut Abstand halten. Weil der ist nämlich noch eine Spur, ja, mehr Kaugummi. Ja. Wurden nicht auch viele Szenen nachgedreht noch, nachdem die beiden sich zerstritten hatten? Ja, ja. Ich glaube, Kevin Costner hat noch ein paar Dinge nachdrehen lassen. Oder das Studio wollte es. Weil ich finde, dass in der ersten Sequenz, ne, da merkt man das ja ohne Ende, hatte mich direkt am Anfang schon so ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn er auf seinem Katamaran ist, dann siehst du, wenn du ihn von vorne siehst. Ein Trimaran. Klugscheißer. du siehst strahlend blauen Himmel,
ein wunderschönes Bild, als würde ich mich gerade in der Karibik oder so befinden. Und dann gibt es einen Schnitt, riesige Regenwolken, überall alles trüb. Nächster Schnitt, strahlend blauer Himmel. Und das zieht sich ziemlich häufig durch den Film durch, wo du wirklich merkst, da hat irgendwer nicht so wirklich aufgepasst beim Schnitt. Ja. Nö, ist mir nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Achtet mal drauf. Also insbesondere in den ersten 10 Minuten passiert das sehr, sehr häufig, dass der, dass du wirklich am Schnitt merkst, da ist was schiefgelaufen oder aber, dass Szenen nachgedreht worden sind. Dass gegebenenfalls Dialoge oder nochmal Aufnahmen von Kevin oder so nochmal nachgedreht worden sind. Und dann der Himmel, der sieht komplett anders aus. Ja, kann sein. Aber ja. Ist ja auch so, dass Kevin Costner dann auch den finalen Schnitt dieser Kinofassung komplett überwacht hat. Also, ja, es kommt auch noch mal dazu. Aber das mit dem, dass die Witterung da irgendwie anders ist, okay, ist vielleicht ein Filmfehler, aber ist ja jetzt, ja, okay. Hast du tausende andere Filme, wo die Wolkenkonstellation im Hintergrund nicht passt? Ich wollte es ja nur erwähnen. So. Ja, auf sowas achtest du halt, Kühne, aber das sind so Sachen, schön, dass du es erwähnst, aber die machen den Film ja nicht schlechter. Ich glaube, der Film hat andere Probleme, oder? Diverse. Zum Beispiel? Also, ja, wir hatten ja, also während ich den Film geguckt habe, vielleicht müssen wir da die Zuschauer ein bisschen abholen, hatte ich kurz in den Chat ein paar Fragen reingeschrieben, wo mir Carlo und Pascal gesagt haben, warum achtest du auf den Scheiß? Gerade weil ich drauf achte, ist es kein gutes Zeichen für einen Film. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie zur Hölle können die noch rauchen wie ein Schlot? Es dürfte keine Zigaretten mehr geben, es dürfte keine Munition mehr geben, weil ja bekannt ist, dass über 100 Jahre oder so die Welt schon überflutet ist. Und das Wasser steht ja so hoch, das müsste ja so um die 6 Kilometer hoch stehen, dass die auch nicht ohne Probleme zum Grund können. Da sind so viele Logikfehler in dem Film, die mich teilweise richtig, richtig gestört haben, die du in vergleichbaren anderen Filmen, also ich würde jetzt zum Beispiel Waterworld schon fast als Rip-Off zu Mad Max betiteln. In Mad Max hast du es nicht, auch nicht in den alten, beziehungsweise in Teil 2. Da ist die Welt irgendwie sauberer und hier wird einfach überlegt, so, was mache ich jetzt, was sieht cool aus, was könnte ich da machen? Ja, wäre doch eigentlich cool, wenn die Smoker auch noch alle rauchen und Zigaretten haben ohne Ende. Nein, nach 100 Jahren haben die keine Zigaretten mehr. Punkt, aus, Ende. Und die haben auch nicht so viel Munition. Das hat mich den ganzen Film über gestört. Ich kann aber nicht sagen, warum mir das in dem Film so aufgefallen ist, weil in meiner Filmvita finden sich bestimmt ganz, ganz viele richtig, richtig dumme Filme, die ich mag, wo mir das scheißegal ist. Aber hier hat es mich definitiv gestört. Vielleicht, weil ich mir ein besseres Worldbuilding gewünscht hätte, weil ich das gänzlich, also ich finde es wirklich interessant, das Thema. Und ich finde, da kannst du auch wirklich viel draus machen. Aber mir war es da ein bisschen zu Hollywood-esk. Würde ich mal behaupten. Also, das mit den Zigaretten ist mir, wie ich schon im Chat damals geschrieben habe, eigentlich vollkommen egal. Wo ich dir aber recht gebe, ist, ich finde, die Welt, in der der Film spielt, also wir finden uns ja in einer nicht näher definierten Zukunft, in der die Erde überschwemmt wurde, nachdem die Polkappen geschmolzen sind. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, dass dieser Film dann versucht, so die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Gruppierungen, die sich da zusammengetan haben, ein bisschen zu beschreiben. Es gibt dann ja Kevin Costner, wie nennt sich der noch? Marina? Ja, Marina. Genau. Das sind dann so Mutantenmenschen mit Kiemen und Schwimmflossen, die anscheinend zur Welt gekommen sind, als das Wasser schon, ordentlich Hochstand. Dann hast du halt die Smoker, das sind quasi die Bösen, die Räuber, die Gangster. Dann hast du die Drifter, ich glaube, Kevin Costner ist auch ein Drifter, ne? Das heißt, genau, das sind die, die auf den Booten dann von Atoll zu Atoll fahren und, genau, und ihre Sachen tauschen. Verkaufen. Genau. Und dann hast du natürlich auch noch die normale Bevölkerung, die eben auf diesen Atollen leben oder auf dem Meer, auf einem Trimaran oder auf einem Boot unterwegs sind und natürlich hätte man da die Möglichkeit gehabt, eine richtig geile Welt aufzubauen, weil es ja auch erstmal ja grundsätzlich interessant ist, wie lebt man eigentlich in einer Welt, die nur aus Wasser besteht. Ich muss dem Film natürlich anrechnen, dass der wirklich starke Bilder hat. Ich finde es auch immer wieder beängstigend, so große Wassermassen zu sehen. Ich weiß nicht, es ist natürlich auch ein bisschen was mit Urängsten zu tun, aber so viel Wasser macht mir Angst, deswegen wirkt der Film da auch teilweise nochmal anders. Ich finde aber, und wie Kühne das schon gesagt hat, er macht zu wenig raus. Er ist einfach zu wenig von seinen Gedanken und was er aus seinen Möglichkeiten macht.
Ja, also ich finde ihn, also als rein Science-Fiction-Abenteuerfilm, super gut inszeniert und auch gespielt. Auch das Übertriebene von Dennis Hopper als Oberbösewicht, dem kann ich was abgewinnen. Ich liebe ja die Filmmusik von James Newton Howard. Die ist super in dem Film. Es ist ja wirklich toller Abenteuerscore und ich habe ihn jetzt ja auch wirklich schon ein paar Mal gesehen und der wird auch nie langweilig. Also er erfüllt für mich den absoluten, also ist ein absolut voll Schauwert gepackter Science-Fiction-Abenteuerfilm, den ich, die Welt, die ja doch sehr trostlos ist von ihren Kulissen her, da, ja, tatsächlich, kann ich mich drin verlieren, einfach ich mag solche Filme in dieser Art auch mehr. Also deswegen liebe ich ja auch so Postman. Der erzählt vielleicht noch ein bisschen mehr Handlung als Waterworld, ist aber auch nicht besonders tiefsinnig in dem Sinne. Aber ich mag es irgendwie, weil die nehmen mich mit. Das sind Filme, die nehmen mich mit auf die Reise und Waterworld macht das nach wie vor. Ich glaube sogar, das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint, aber vielleicht hast du da auch so eine gewisse nostalgische Verklärung dabei. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich, da war ich glaube ich damals 9, als der ins Kino kam, 9 oder 10, wenn ich den da im Kino gesehen hätte, ich wäre glaube ich ausgeflippt, so gut hätte ich den gefunden. Weil das muss man ihm lassen, wenn es dann zu den Action-Szenen kommt und insbesondere der erste Angriff auf das Atoll, ist wunderbar. Also da gibt es ja nichts zu bemängeln, das knallt, da passiert viel, das ist gut in Szene gesetzt. Und ich glaube, wenn ich den früher mal gesehen hätte oder als ich jünger war, würde ich den wahrscheinlich heute auch noch besser finden. Vermutlich würde ich, wenn ich jetzt das erste Mal sehen würde, trotzdem ziemlich großartig finden, weil ich, wie du weißt, gucke ich ja wirklich ganz viel auch Genre, Schrott und Müll und oder vielleicht auch gutes Zeug, was lang vor meiner Zeit im Kino lief, wenn überhaupt in einem richtigen Kino und vielleicht nur in einem Bahnhofskino. Und du hast ja da auch so Filme in diese Richtung. Und die entdecke ich ja auch neu und ich kenne die nicht und ich war nicht im Kino und es war nicht meine Zeit, aber auch da finde ich wirklich tolle Filme, die mir dann richtig gut gefallen und die sind vom Inhalt und von der Substanz her auch nicht besser oder schlechter als Waterworld. Also das sind so wie Waterworld gemacht ist, spricht der mich einfach total an. Mag das. Das ist Kino, was man halt auch mit Kino so machen kann. Es muss nicht immer wirklich so richtig voller Inhalt sein. Also jedenfalls bei mir. Ich kann mich einfach in einen Film auch mal einfach reinlegen, mich treiben lassen und wenn Musikbilder, Schauspieler mich irgendwo mitnehmen, dann hat der Film bei mir auch schon viel gewonnen, weil das auch schon eine Kunst für sich ist, wenn das gelingt. Verstehe ich. Also bin ich auch bei dir. Ich habe bei vielen Filmen genau das Gleiche und wer mal ein bisschen auf meinem Movie Break Profil geguckt hat, der weiß, was ich da auch für Scheiße gut bewerte. Ich kann wirklich nicht sagen, warum mich Waterworld jetzt nicht gänzlich abgeholt hat. Also ich bin weit davon weg, den als schlechten Film zu bezeichnen, gar als Trash oder dass der Flop gerechtfertigt ist. Aber irgendwo fehlt dann doch dieses kleine bisschen, damit der Film mich gänzlich abholt. Geht mir ähnlich. Also ich finde ja auch, dass das durchaus Schauwertkino ist. Hat ja auch wirklich was zu bieten und der hat ja auch wirklich starke Szenen und der ist ja inszenatorisch auch oder handwerklich ja auch wirklich sehr, sehr hochwertig und auch teilweise wirklich beeindruckend, was da wirklich auf die Beine gestellt wurde, was da gebaut wurde, das muss man ja so sagen, gebaut. Man merkt es ja höchstens bei dem Seeungeheuer, wo die Effekte inzwischen echt sind. aber zumal das war ja auch eine Scheißszene mit dem Seeungeheuer. Ja. Ansonsten sieht er ja wirklich sehr gut noch aus, was halt daran liegt, dass da wirklich auch alles per Hand gebaut wurde. Aber mir fehlt auch so das gewisse Etwas, was vielleicht daran liegt, dass ich den Figuren nicht sonderlich nahe komme, weil mir weder die Figur von Kevin Costner, die mich reißt mich nicht mit, noch die beiden Frauenfiguren, beziehungsweise das Mädchen und die Mutter. Mutter? Ist Mutter, oder? Nee, die sind nicht verwandt. Sie hat die irgendwann in einem Korb gefunden. Okay. Dann so, die Quasi-Mutter.
Ja, es fehlt, manchmal hat man so Filme, es fehlt einfach das gewisse Etwas. Ich finde, Waterworld ist nicht schlecht. Ich finde, Waterworld ist auch kein Film, wo man sich durchquält. Ich muss auch sagen, Waterworld hat ein tolles Ende, ein überraschendes Ende, dass Kevin Costner eben nicht bei den beiden bleibt, sondern es ihn wieder hinaus aufs Meer zieht. Das finde ich immer wieder gut. Aber es fehlt die gewisse Würze. Es schmeckt wässrig. Ja, es ist sogar ein bisschen schade, weil ich glaube, es wäre möglich gewesen, dass der Film auch ein bisschen besser noch funktioniert. Also ich hätte dem eine Action-Szene mehr gegeben vielleicht, dass eben die Länge bei nicht ganz so rauskommt. Und wie gesagt, mit den Figuren, am Anfang stören mich die Mädels ein bisschen, da finde ich sie doch ziemlich nervig. Legt sich aber zum Glück mit der Zeit. Ich denke mal auch, dass die Rollen so angelegt waren. Aber ich bin da auch bei Pascal. Also netter Film, großes Kino an sich, aber so dieses Quäntchen fehlt einfach. Aber ich verstehe dich, Carlo. Also ich glaube auch, ich kann von mir jetzt nur sprechen, wenn ich den unter anderen Gesichtspunkten das erste Mal gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch besser gefunden und auch bis heute besser. Aber jetzt, was ich dich noch fragen wollte, du hast gerade gesagt, dass du den Extended Cut auch gesehen hast. Der ist wirklich nur rein storymäßig mehr? Oder gibt es auch mehr Action oder sonst was? Nee, nur reine Handlungserweiterungen. Und dann aber auch interessant, dass es dann auch die Welt mehr beleuchtet? Oder sehe ich noch weiter, wie das Kind das Boot anmalt? Nein. Also versucht vielleicht ja schon etwas tiefer in gewisse Momente des Films da einzudringen noch einmal. Aber es macht meiner Meinung nach den Film noch mal viel zu lang mit den fast 3 Stunden. Und der Kinocut ist meiner Meinung nach, der bringt alles auf den Punkt. Und für mich reicht der Kinocut, also den bevorzuge ich wirklich. Also wenn natürlich kann man sich den Extended Cut anschauen aus Interesse, wie der denn ist, aber ich würde immer den Kinocut empfehlen. Du, ich habe mich die 4K geholt, ich habe mich die normale Blu-ray geholt für 4 Euro, da, da bleibe ich dann dabei. Ja. Ja, machen wir einen Deckel drüber, oder? Machen wir einen Deckel drup. Kommen wir zum Fazit. Und dieses Mal geben wir natürlich 1 von 10 Seeungeheuern und Kühne darf beginnen. Ja, also ich kann dem Film nicht böse sein. Er hat definitiv einen hohen Unterhaltungswert. Man macht schlussendlich nichts falsch damit, sich Waterworld anzugucken, weil man bestimmt nicht wirklich gelangweilt wird in der Zeit. Es fehlt für mich die gewisse Würze. Ich hätte mir vielleicht eine Actionsequenz mehr gewünscht, weil wenn es bei Waterworld mal knallt, dann knallt es auch wirklich richtig gut. Alles in allem, es gibt diese Art Filme, die kategorisiere ich da rein ein, so Sonntagnachmittag Couchfilm. Und genau das ist für mich Waterworld. Und deswegen bekommt er von mir 5,5 von 10 Seeungeheuern. Carlo? Ja, also Fazit nach wie vor, Waterworld, ein wunderschöner Endzeit-Science-Fiction-Abenteuerfilm, in dem, ja, Kamera passt, der gute alte Kevin Costner passt und die Filmmusik von James Newton Howard immer wieder absolut hörenswert. Kann ich mich drin verlieren, finde ich spitze, macht immer noch Spaß und ich gebe 8 von 10 Seeungeheuern. Ich sage auch, das ist durchaus handwerklich beeindruckendes Schauwert-Kino, fast schon verschwenderisch, wenn man die Produktionsgeschichte betrachtet. Mich hat der Film nicht so richtig bekommen, was einerseits an den Figuren liegt, die ich nicht wirklich interessant finde. Andererseits daran, viel schwerwiegender, dass die Welt, in der Waterworld spielt, nicht so richtig ausgebaut wurde. Es gibt interessante Ansätze. Grundsätzlich ist das ja auch schon mal interessant, in dieser Welt zu sein und zu verstehen zu müssen, wie es ist, in einer Welt zu leben, in der es nur noch Wasser gibt. Es bleibt aber mir dann doch alles etwas fern, weil es eben nicht wirklich vertieft wird. Allerdings kein schlechter Film, aber ich würde den Film bei 5 von 10 Seeungeheuern einordnen. Dann haben wir es geschafft und ich glaube, wir haben hier heute die längste Ausgabe hingelegt vom Trashcast überhaupt. Ja. Ja, wir haben auch 40 Minuten über Titten gesprochen. Was erwartest du denn? Ja, so stimmt. Waren wir noch nie. Muss auch mal sein. Ja. Gut, dann würde ich aber jetzt trotzdem schnell zum Ende kommen.
Ich erkläre jetzt nicht, wo man uns überhören könnte, denn wie Stu letztes Mal beim Tickencast so schön gesagt hat, wenn ihr uns hört, habt ihr uns auch gefunden und würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich erstmal bei Kühne und Carlo, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es war sehr schön mal wieder. Gerne. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und hoffe, dass es ein nächstes Mal geben wird. Wenn ihr mich dabei haben wollt, gerne. Vielen Dank. Immer, immer. Du bist jetzt festes Trashcast-Gut. Oh, sehr schön. Dann würde ich mich bei unseren Zuhörern bedanken und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.